Hallo, meine lieben Zuschauer. Ja, ich sag mal gleich, ich werde jetzt nicht so viel reden in diesem Part, denn es GTA 4 hat mich noch persönlich angefragt, ob heute noch Videos kommen, und ich habe mich jetzt entschlossen, wir haben spät in der Nacht jetzt eine Aufnahme noch zu machen. Und ja, ich finde meine Stimme gerade selbst ziemlich gechillt und hat sich gerade ein Mikrolag eingeschlichen. Das ist ja toll. Mal sehen, wie das lange so gut geht. Und wir sehen mal, welche Mission der Torino jetzt für uns hat. Viel Spaß. Interdiction. Roger that, Big Monkey. I got a 13-6 Fat Vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. In 15 by the Fat Moon. Break your heart. Oh, Leute, entschuldige, fällt mir gerade ein, ich bin ein bisschen verschlafen, ihr wisst ja, fällt mir gerade ein, letztes Mal haben wir das ja alles schon erledigt, beziehungsweise, ich hatte dieses lustige Fail, bin am Ende ausgerastet, das habe ich alles vergessen, und da wir jetzt ein bisschen Zeit sparen in dieser Folge, skippe ich uns jetzt wieder bis zum Berg, also bis zum Berg. So, wir sind noch nicht auf dem Berg, aber wir sind wieder unten, wo wir den Raketenwerfer in die Hand bekommen. Und diesmal, denke ich mir, nehmen wir dieses lustige andere Gefährt und werden mit dem jetzt mal den Berg erklimmen. Letztes Mal haben wir das ja mit der Sanchez gemacht. Und diesmal werde ich etwas vorsichtiger sein. Ich weiß, ich habe letztes Mal erzählt, ich würde mir eine kugelsichere Weste beschaffen, aber ich habe jetzt lange gebraucht, um das Spiel überhaupt zu starten, weil die CD rumgespackt hat, und deswegen habe ich jetzt keine große Lust, jetzt irgendwie die Aufnahme nochmal zu unterbrechen und jetzt irgendwie einen Waffenshop, oder ich wüsste jetzt nicht, wo um die Ecke hier eine liegt, sondern sucht die bin ich nicht. Also ich würde jetzt in den Waffenshop gehen, und auch habe ich keine Lust, also vertraue ich jetzt einfach mal auf meine naturalen Skills, die ich jetzt einfach freischalten werde. So, also, ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen, weil sonst habe ich ganz viel gespoilert von der Handlung, was jetzt schon passieren wird. Ja, Leuchtrakete. Ja, der erschreckt einen voll, ne? Also, mich würde das auch erschrecken, wenn man da einfach mit auf dem Berg hier ist und alleine, und dann kommt nur plötzlich so eine komische Stimme aus so einem Lautsprecher. Well. So, da kommt der Transporter-Heli. Pünktlich. Ja, ich kann es leider nicht vorspulen gerade. Ich weiß nicht wieso. Ja. Gut, jetzt werde ich nur runterschießen. Okay, das war mir eh klar. Ja, ich kann das leider nicht spulen. Es tut mir sehr leid. Ich hätte das gerne gemacht. Und weh, ich habe jetzt den falschen Heli getroffen. Naja, aber fast. So. Kaboom. Nein, nein, nicht wieder auf mich. Nein. Oh, fuck, jetzt wäre ich fast schon wieder tot. Also diese Mission hat es echt in sich. Wo ist der nächste feindliche Heli? So, und jetzt gleich wieder weg. Gleich in Deckung. Yes, okay. Der wäre mal natürlich weg. Ja, da kommt schon wieder gleich der nächste feindliche Heli, nämlich dort. Habe ich seine Flugbahn? Ah, ja, es geht eigentlich. Kabum. Kabum. Yes, ich habe ihn. Yes, wo ist denn der nächste Heli? Der nächste Heli, bitte. Ah, hier. So, entschuldige, kurze Unterbrechung irgendwie, ich weiß auch nicht, Aufnahme hat aufgehört und ich nehme ja separat die Stimme auf, es hat dann nicht so geklappt. So wie es aussieht, ist der Heli jetzt schon abgestürzt und ich werde beschossen, also hoffentlich schaffe ich diese Situation, oh, jetzt bin ich auf der Karte, wollte ich gar nicht, zu handhaben. Ja, es ist sich ausgegangen, ganz knapp. Ich bräuchte jetzt mal wieder ein bisschen Leben oder so. Wartet mal. Muss den abknallen. So. Oh, perfekt. Ich hab's geschafft. Yes. Yes. Oh, ich freue mich. Ich wette, das Päckchen muss ich jetzt einsammeln. Hol dir die Schmuggelware. Oh, fuck. Ich hab zwei Sterne. Wieso habe ich zwei Sterne?
Naja, scheiß drauf, ob ich 2 Sterne habe. Dann holen wir uns gleich noch 3. Obwohl, das geht glaube ich nicht. So wie es aussieht, muss ich mit diesem bekloppten Wagen dort fahren. Ja, der wird mir angezeigt, ich muss mit dem fahren. Ja, die versuchen echt einen Tag zu ruinieren. Nicht nur die CJ, viele Leute versuchen das. Tja, ich mache jetzt einfach mal einen kleinen Jump vom Berg, weil es zeitsparend ist und dieses Fahrzeug dafür sicher gemacht ist. Ja, hat es gut überlebt. Der CJ hat hoffentlich jetzt keine Kopfschmerzen und alles ist okay. So. Dumm die da. 2 Sterne haben wir leider immer noch, aber sei es drum, die bleiben jetzt einfach. Und Halleluja, ich schaff es nicht höher. Und die Polizei drängt mich ab. Das ist ganz nett von euch. Danke. So. Wo ist denn jetzt dieses Päckchen? Ich denke, wir werden es gleich haben, aber es ist anscheinend doch weiter weg abgeworfen worden, als ich vermutet habe. Okay, von mir aus. Dann geht's hier jetzt kurz in diese kleine Schlucht, Bucht, was auch immer. Und Mücke, Mücke, Mücke. Okay, Mücke ist tot. Nein, nur abgeschüttelt. So schnell kann man eine Mücke nicht töten. So. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching or listening or both. Ja. Liefer die Schmuggelware im Versteck ab. Ja, da ist doch so ein Wasserheli. Wieso nehme ich nicht den? Ich erinnere mich gerade, dass da einer steht. Ne? Kommt ganz gut gelegen hier. So, mach so, enter einsteigen. Kaboom. Mit 2 Sternen fahre ich auch nicht so gerne herum. So. Hallo, 4er doch abheben, ne? Oder war 3 abheben? Achso, ja, entschuldige Leute, ich musste kurz, jetzt bin ich wieder drin, in die Steuerung dieses lustigen Helis. Dann hat er auch, ja, wow, er hat, wow, und wie er hat. Kann man Sachen mit in die Luft sprengen, wenn man mit ihm umgehen kann und nicht so bescheuert und kreuz und quer fliegt wie ich gerade. Der Flughafen übrigens über uns, der wird später noch eine unserer Unternehmen, das wir einnehmen werden und großziehen werden, der Flughafen. Jo, einfach nur so als random Information für später. Das wisst ihr ja eh, weil GDS Nuclear ist ein Klassiker und ich werde ja das alle gespielt und wenn nicht, dann sei es drum, dann seht ihr halt jetzt, was passiert. So. Landen wir und aussteigen. Ist ja alles kein Ding. Die Steuerung ist echt leicht gemacht, aber wo wir jetzt aufpassen sollten, sind hier bei den Cops. Ja. Geschafft. Perfekt. Mission geschafft. $1000 haben wir für den Scheiß bekommen. Das ist ja nix. Das ist ja ein Witz. Entschuldige, aber $1000 dafür, das finde ich echt nicht fair. Okay, jetzt müsste eigentlich mal wieder ein Anruf kommen, weil ich habe keine nächste Mission. Aber das ist mir jetzt erstmal egal, weil ich jetzt gerade so spontan beschließe, dass wir jetzt einfach mal Las Vegas auskundschaften. Nein, das sieht leider hier noch sehr... Nein, das sieht so aus, als ob wir da noch nicht hin dürfen. Oh, und Torino, da gibt es eine neue Mission, sehe ich gerade. Ja, dann fahren wir aber erstmal hier, weil wir ein neues Styling. Wir kaufen uns kurz dieses Haus, was sowieso nichts kosten wird, und dann stylen wir uns da neu um. Genau, so ist der Plan. Also, neues Haus kaufen, ein bisschen umstylen und dann ab zu Torino, weil ich laufe jetzt schon seit irgendwie 5, 6, 7 Parts mit dem gleichen Outfit rum und das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, so voll ranzig, Gammel-Look, so. Muss ja nicht sein. Helikopter fliegen ist voll gechillt. So. Wenn man ihn nicht schrottet. Okay. So passt das. Und dann schauen wir mal. Wie viel kostet die Hütte? 20.000. Kein Ding für uns. Gehört schon uns. Immobilie gekauft. Yeah. So. Besichtigen wir sie gleich mal. Wohnungsbesichtigung.
Ja, das ist so eine typische Einrichtung, wie die halt so aussieht, ne? Und da gehen wir jetzt gleich mal zum Kleiderschrank. Und ich habe schon längst vergessen, was es denn alles für Kleider gibt, beziehungsweise die ich mal eingekauft habe hier auf diesem Spielstand. Sonderkleidung Parkboy, nee, das lassen wir erstmal. Zip, Oberkörper, bam, bam, Jeansjacke, oh nee, das hört sich schwul an. Graues Hemd, gelbes Hemd, kariert, Creme-Logo, graues Logo, was ist ein graues Logo? Jo, schlicht und einfach, das gefällt mir eigentlich. So, ich denke mal, ich werde den Style jetzt ein bisschen umändern und wir machen jetzt mal dieses Kopftuch weg, dieses Gangster-Kopftuch. Das können. Oh, ja, okay. Na gut, scheiß drauf. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit vergeuden, der Style passt ja eigentlich auch so. Und deswegen überspeichere ich jetzt einfach mal meinen Sicherheitssafe hier. Können wir machen Punctuations hier. So, und dann geht's jetzt gleich los. Wir fliegen zu Torino, der eigentlich um die Ecke ist. Da müssen wir gar nicht hinfliegen. Ja, da müssen wir auch gar nicht hinfliegen. Da Mist, hier war am Vorabend noch ein Sanchez, jetzt ist keins mehr da. Also Sanchez ist dieses Geländemotorrad, das heißt im Spiel Sanchez. Keine Ahnung wieso. Naja, gut, dann soll das halt so sein. Dann fliegen wir kurz dahin. Das ist echt eine Spritztour. Und ich bin echt gespannt, weil ich habe das Spiel jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ewig heißt 2 Jahre und ich erinnere mich trotzdem an jede Mission, sobald sie gestartet wird. Aber ich weiß nicht, welche als nächstes kommt. Das finde ich ganz cool. Das ist nämlich für mich dann auch so eine Überraschung, was ja, mich dann auch antreibt, dieses Spiel nochmal zu spielen. Nochmal zu spielen, die Stimme versagt. So, aussteigen. Und kaboom, schauen wir, was Mr. Torino für uns Schönes hat. Verdant matters. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No. Not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy. Little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it. But that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Wenn ich jetzt CJ wäre, hätte ich immer noch nicht verstanden, was ich machen sollte. Der Typ ist ja mal total krass drauf. Der meint ja anscheinend, Hitler hat sich nicht selbst umgebracht. Das glauben ja auch viele, vor allem Neonazis. Und er meint aber auch, dass Japan nicht von einer Atombombe getroffen worden wurde. Und das kann ja wohl gar nicht sein, weil das ist komplett unlogisch. Weil man kann ja, die Katastrophe ist nachgewiesen. Also... Da hat Rox ja erstmal ein bisschen übertrieben mit seinen Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, das passt auch ganz gut in das Bild von Torino, der, naja, eine ziemlich verdrehte Meinung hat. Deswegen arbeitet er auch wahrscheinlich auf diese fragwürdige Regierungsstation, die ja offensichtlich nicht CIA oder FBI sind. Wobei man auch sagen muss, dass FBI und CIA auch überhaupt nicht zusammenarbeiten. Ich meine, man bezeichnet ja auch, dass ich jetzt sogar war, man bezeichnet, den Abstand zwischen CIA und FBI, zwischen CIA und FBI als Chinese Wall, chinesische Mauer, weil die CIA dem FBI nie was sagt und ist da ein UFO? Na egal. Ja, die sagen einander nichts und das CIA sind halt welche, die warten ewig ab. Oh, what the hell, ich flieg gerade übers Kampfgebiet, fällt mir gerade ein. Ich hätte jetzt abgeschossen werden können, bin ich aber nicht glückhaft. Ja, jedenfalls die CIA warten ewig ab, bis sie dann, ja, und schleusen Insider ein, nur um den Kopf der Bande zu kriegen. Und das FBI verhaftet jemanden sofort, wenn er nur ein bisschen gedealt hat. Und, ja,
Da die halt beide so unterschiedliche Methoden anwenden, sagen die einander nichts, damit sie sich nicht selbst in die Quere kommen. Zum Beispiel am 11. September hat das auch eine ziemlich interessante Rolle gespielt. Das werde ich jetzt aber nicht weiter erläutern, weil das eigentlich nicht zum Let's Play gehört. So, ein Anruf. Wer wird denn da wohl anrufen? Hallihallo. Yo, CJ. It's like, Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it, and I'll holler at you. Later, man. Okay, cool, dann gibt's jetzt auch Straßenrennen. Das ist aber eher so eine Side-Mission und what the hell, ich soll 80.000 für den hier hinblättern. Na gut, mache ich's einfach mal so. 80.000, wir haben ja das Geld. Tja, in meinem Let's Play fehlt's mir immer nicht an Geld. Ich glaube, ich komme mit diesem Grundkapital dann noch gut durchs ganze Let's Play. So, dann, ja, was machen wir denn jetzt? Schauen wir mal, was ist denn hier drin? Ausrangierter Flugplatz Tower. Okay. Hier kann ich speichern. Gut, das ist interessant. Aber nicht von Relevanz für mich. Vielleicht muss ich jetzt die Flugschule absolvieren. Wenn ja, dann Halleluja, wird es ein 50-Minuten-Part. Schauen wir mal. Sieht so aus. Da ruft mich gleich wer an. Well, Carl, so what do you think of our new base of operation? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice, Carl. Very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually, you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Oh Mann, die Flugschule ist so ziemlich das Härteste im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Start. Ja, den Start werde ich doch... Ach so, das wollte ich jetzt nicht abbrechen. Gut, den Start werde ich doch wohl noch schaffen. So. Halte W gedrückt, dann drücke 4 und den Bug abheben, bla, um zu starten. Okay. Jetzt so, genau. So, habe ich doch schon. Nimm kurz auf die erste Markierung. Die sehe ich schon mal nicht. Ah, da ist sie, okay. Ganz cool. So. Ah, Mist. Mist. Ich dachte, die wäre links. Die ist doch rechts. Okay. Gut. Oh, ja. Okay. Ja, da hätte ich jetzt vielleicht wahrscheinlich 30 Sekunden brauchen müssen, so wie es aussieht. Dann hätte ich Gold gehabt. Gut, wir fahren jetzt einfach mal fort. Und, ja, Silber reicht auch, denke ich mal. So. Ja, Tab, das Fahrgestell ausfahren. Wir müssen also landen. So, das ist immer was ganz Interessantes. Das kann ich nämlich nicht. So. Und jetzt anhalten. Oh, ich sag, das kann ich nicht. Also, ich bin ja heute in Höchstform. Ja, 100%, ihr seht's ja selbst beim ersten Mal alles jetzt hier, ne? Kreise über den Flugplatz. Links oder rechts? Rechts von mir aus. Rechts, nein. So, dann heben wir gleich mal ab. So. Ich weiß jetzt nicht, welche Zeit ich schlagen muss für Bronze, aber Bronze werde ich wohl sicher noch hinbekommen. Es ist ganz gechillt, wenn die Musik aus ist. Ihr hört jetzt zwar Musik, die ich dann drüber gelegt habe, aber währenddem ich zocke, ist ja keine Musik an. Oh, ich hätte doch links wählen sollen. Ich bin ja links gewohnt. Gut, versuche ich es jetzt mal mit rechts. Ich habe all die Jahre immer links genommen. Jetzt habe ich irgendwie mal rechts genommen. Na gut, ist ja auch mal was Neues. Man soll ja immer neue Sachen ausprobieren. So. Das Flugzeugfliegen an sich ist nicht schwer, nur diese Zeiteinhaltung, finde ich, ist schwer. Und was natürlich ganz blöd ist, ist, wenn man eine von diesen Markierungen hier verpasst und wenn solche Lags sich einschleichen, die jetzt bitte alle aufhören sollen. Wieso habe ich gerade noch 15 FPS? Nicht cool, Flaps. Nicht cool. Okay, jetzt sind es wieder 25, das ist gut. Ja, werdet euch wundern, dass ich mit 25 aufnehme, aber ich will nicht so viel Speicherplatz vergeuden.
Okay, Silber reicht mir so. Machen wir gleich weiter. Kreise und lande. Ja, von mir aus links. Diesmal. So. Was weiß ich. Ich will das jetzt schnell hinter mich bringen. Dumm-di-dumm-di-dai. What? Die Vögel haben mich gerade erschreckt. Euch auch. Naja. Komische Sache, diese Vögel. Okay. Diesen Parcours, was heißt Parcours? Dieses Rennen kenne ich noch. Beziehungsweise ich habe es noch im Blut, im Fingerblut, denke ich zumindest. Weil ich habe das immer auf Gold versucht, weil wenn ihr alles auf Gold habt, dann kriegt ihr, glaube ich, einen Militärhubschrauber oder irgendwas. Ich habe es wieder vergessen. Nee, so ein Kampfjet steht dann auch bei euch auf dem Flugplatz herum. Sonst müsst ihr den klauen aus einer 6-Sterne-Basis. Oder wenn ihr so einfallslos seid, den einfach cheaten. Das geht natürlich auch immer. Aber nein, das mache ich nicht. Jedenfalls, ja, habe ich dann halt auf Gold es versucht und da muss man halt diesen Parcours, das ist das Schwerste dieser Parcours, hier den auf Gold zu schaffen, weil man unter einer Minute sein muss. Und ihr seht schon, ich bin gerade bei 58 Sekunden, das heißt, ich werde jetzt höchstens noch Silber oder sowas bekommen und sollte jetzt auch mal landen. Ach, ich bekomme auch noch Bronze, wirklich. Wenn ich jetzt überhaupt schaffe, es zu landen. Komm. Komm, 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 komm. Brems, 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 brems. Ach ja, Silber, Silber geht noch. Ich brauche keine 100% so. Ja, machen wir gleich weiter. Hubschrauberstart. Okay. Wir bekommen jetzt einen Militärhubschrauber zur Verfügung gestellt. Das ist ja mal geil. Das finde ich krass. Steige kontinuierlich höher, das ist kein Problem. Was? Hey, achso, ich lenke ja auch mit der Maus. Ah, okay, das war mir nicht klar, Leute, dass ich mit der Maus auch lenke. Dann steige ich natürlich nicht kontinuierlich höher. Ich wollte euch nur den Heli von vorne und von hinten jetzt kurz zeigen während dem Flug. Da mache ich jetzt überhaupt nichts mit der Maus, dann steigt der auch kontinuierlich höher. So, was jetzt? Okay, ich halte die Höhe, liebes Spiel. So. 180 Grad. Gut. Und jetzt soll ich einfach drauf zufliegen, oder? Klar. So wie man halt einen Helikopter fliegt, das habe ich ja jetzt vorhin schon die ganze Zeit gemacht. So, das ist ein bisschen schwerer, den Helikopter zu fliegen, aber es geht schon. Oh, what the hell? Gleich Gold beim ersten Versuch. Mann, ich bin ja gut heute. Heli landen, das werde ich schon schaffen. So, ja, genau so. Und dann müssen wir einfach den Heli da vorne landen. So, die Flugschule ist eigentlich ziemlich einfach für mich gerade. Im Moment schaffe ich sie gerade super. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Flugschule fandet? Ich fand sie beim ersten Mal jedenfalls total blöd. Feststellgedrückt. Aha. Feststellgedrückt, ja, davon halte ich nichts. Mit 4 schwebe ich noch weiter zurück. Das bringt mir mehr. So. Kabum. Komm, das ist jetzt Silber. Gut, ja. 99% Leute. Fast hätte ich die 100. Fast. Tja. So. Ziele zerstören. Oh, das war schwer. Das war schwer. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Da muss ich jetzt mal zeigen, was ich kann. So, es gibt erstmal hier die Raketen und da das normale Maschinengewehr. Okay. Super. Vielleicht, nein, wenn ich die Ansicht stelle ich nicht um, auch wenn vielen das hilft. Mir hilft das nicht. So. So, versuchen wir gleich von hier was zu treffen. Das wäre total vorteilhaft. Yes, yes, hier haben wir schon was. Und das brauchen wir auch noch. Das, ja. So, perfekt. Damit habe ich nicht gerechnet. Die habe ich sonst nie beim ersten Mal getroffen. Ich Idiot, wieso lande ich denn jetzt? Das wollte ich nicht. Es tut mir leid, das ist alles blind. Es tut mir echt leid, das wollte ich jetzt alles nicht. Ich wollte nur schnell umdrehen. Ach, das passiert, wenn man zu übermütig ist. Kaboom, kaboom. Das gibt ein Feuerwerk. Sollte es jedenfalls. Aber hat's nicht. Das war ja mal das Peinlichste. Beim ersten Mal treffe ich alles auf Anhieb und jetzt treffe ich gar nichts, oder was? Na gut. Kann... Ah, ist nicht so prickelnd gerade. Ah doch, nein, ich habe... Achso, ich habe zwei Sachen getroffen, oder? So wie es aussieht.
zerstöre jetzt die beiden fahrenden Autos im Südwesten der Piste. Da sind sie ja. Ich glaube, da brauche ich keine Rakete, aber ich könnte ja mal eine trotzdem nutzen. Und zwar jetzt. Yes. Yes, yes. Mr. Yes, yes, yes. Ich möchte nicht landen. Yes. Gut. So, es ist sehr schwer mit dem zu lenken, mit dem Heli. Fällt mir erst jetzt gerade auf. Yes. Yes. Lande auf der Piste. Okay. Dann darf ich wohl noch nicht hier landen. Gut. Gut, gut. Auf der Piste landen. Halte die Zielsonde, um extra Punkte zu sammeln. Ja, das wollen wir natürlich machen. So. Ach, nicht geschafft. Egal, wir haben Bronze. Genau, Bronze haben wir. Das reicht so. Können wir jetzt fliegen? Nein, wir müssen noch ein Looping ausführen. Oh mein Gott. Halte W gedrückt, um die Höhe zu halten. Halte die Maschine gerade und flieg auf die erste Markierung zu. Ja, tue ich doch. So, die Lag stören. Bitte, Fraps, nicht cool. Achso, ich soll ein Looping machen. Ja, okay, das starten wir jetzt gleich neu. Nein, sterben will ich nicht. Puh, ich dachte gerade, ich explodiere. So, noch einmal. Der Looping war wohl nichts. So. Ich dachte, ich soll eine Pirouette machen. Da müsste ich mich dann A gedrückt halten. Und deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Aber... Zack. Drück jetzt 4. So. Komm. Das ist doch... Ja, Silber. So, zack. Und die Rolle. Ja, das meine ich ja mit Pirouette. So, jetzt machen wir die Rolle. Halte W gedrückt. Ja, da. Und auf die erste Markierung dann, glaube ich, A. Aber ich weiß nicht mehr. Wenn es jetzt nicht A ist, doch A, perfekt. Hahaha. Fassrolle nennt sich das Ganze. So. Das war ja mal ein Fail. Komm, komm, komm. Och nee, komm. Jetzt komm. Ach komm, das machen wir gleich normal. So. Scheiß drauf, das war echt gerade. So. Meiner Meinung nach ist das die letzte Mission, wie man das jetzt halt nennen will, Flug, mit dem was man erfüllen muss. Ich hoffe, das stimmt und ich informiere euch gerade nicht viel. Wenn ja, tut es mir leid. Was? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Habt ihr das verstanden? Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen höher fliegen. Und dann bei A vielleicht doch die W-Taste gedrückt halten. Also die Vorwärtssteuerung. Nein, das können wir gleich beenden, weil das war wieder ein Scheiß. Ich habe gar nicht die erste Markierung getroffen. Oh, und soll ich das zusammenschneiden? No, das kann es ja wohl nicht sein, dass ich schaffe alles auf den besten Anhieb und diese leichte Übung hier verhaue ich bis zum geht nicht mehr. Das ist zu peinlich. So, Fassrolle. So, komm, 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 komm. Ah, yes, Silber reicht mir doch. Och nö, eine Fallschirmlandung auch noch. Na gut, von mir aus. Jo, drücke im Feinfall auf. Ah, okay, da ist das Ziel, seht ihr es? Da vor CJs Kopf. Verwende ab und links. Du, 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 du. One, two, three. Ich glaube, jetzt muss ich drücken. So. Da gab es doch auch sowas wie das und dann gab es auch noch nach vorne beugen, oder? Ne, das gibt es anscheinend nur in GTA 4. Okay, hoffentlich geht sich das aus, wenn wir jetzt hier die Beine anziehen, dann fliegen wir nämlich mehr geradeaus als nach unten. Ist halt alles sehr zeitaufwendig, dieser Fallschirmsprung. Ich hoffe, ich schaffe ihn jetzt gleich beim ersten Mal auf Bronze oder Gold, eins von beiden. Weil ich habe keine Lust, den jetzt nochmal zu machen und irgendwas zu schneiden, habe ich auch keinen Bock. So, wir müssen genau in der 35 landen. Das kriegen wir doch hin, oder CJ? Machst du mit? So, in der 35 landen. Zack, zack. Na, fast. Oh, nur Bronze. Na gut, war wohl die Zeit irgendwie zu viel. Ist ja egal. So, wir haben die Flugschule geschafft. Endlich. Halleluja. So, dann können wir auch gleich die Mission machen. Diese Mission.
bei der ich sicherlich draufgehen werde. Weswegen ich wieder mal einen lustigen Sicherheitssafe. Oh, da kommt ein Anruf rein. Hallo? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Okay, ich würde vorschlagen, da ich nicht will, dass mein Audio wieder verloren geht, dass ich diesen Part jetzt hier beende und ich dann jetzt gleich im Anschluss Part 43 aufnehme und bevor wir zu Woozy vorbeischauen, der jetzt unglaublicherweise ein Casino hat, was wie geil, ey, würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal die Mission hier am Flughafen noch fertig in der nächsten Folge und dann gehen wir ins Casino und spielen den großen Macker. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.